Hallo Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal für Reisen und Events. Auch an diesem Wochenende bin ich wieder auf einen Oldtimer-Treffen anzutreffen. Weil erstens das Wetter passt und ich wollte mir diese große Sache hier nicht entgehen lassen und ein paar Eindrücke mit euch teilen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Beginnen wir mal in diesem Teil des Treffens. Hinter mir befindet sich dann der Biergarten. Hier ist ein schönes Bike. Alter Mustang in cremeblau. Oh, will man da in Rennoptik und ein GSI gleich daneben in blau. Wir haben hier auch ein schönes Ambiente. Das Ganze wird eingerahmt von einer Brücke über den Main. Hinter mir ist dann der Main. Oben ist dann eine Burg zu sehen. Und in die Richtung geht es dann in die Altstadt. Es ist ja teils dann, wenn du so reinguckst, dass man so die Seitenlinie reinguckt, dann weißt du schon. Hier ist dann ein weißer Opel Rekord zu sehen. Jetzt schaue ich mir mal den Burgwart noch etwas genauer an. Burgwart Isabella DS. Innenraum mit Ledersitzen. Ferrari lohnt sich ebenfalls mal leer anzuschauen. Hm.
Jetzt bin ich dann in der nächsten Reihe. Hier ist dann ein Opel GSI. Mercedes SL Cabrio. Kennt wahrscheinlich auch fast jeder. Corvette Stingray. Porsche 928, seltenes Modell. Schöner alter Mercedes mit heller Innenausstattung. Jetzt mache ich mal einen Schwenk auf die andere Seite. Wir haben heute gutes Wetter, schöne Stimmung. Es sind sehr viele Leute unterwegs. Der wohl für Rennen ausgebaut wurde. Ist von mir schon mal in einem anderen Video zu sehen gewesen. Die Sonne ist gerade hinter ein paar Wolken verschwunden. Deswegen kann ich auch schon von hier aus mal filmen. Sehr schöner Straßenkreuzer. Das
Cadillac Fleetwood in Weiß. In dieser Reihe befinden sich dann sehr viele amerikanische Oldtimer. Wieder ein Mustang. Der hier in Zweifarblackierung. Ford Thunderbird Coupé. Schön, dass Sie da sind. Ein richtig schönes Teil im Originalzustand. Audi 80 Cabrio. Dankeschön. So, jetzt haben wir was ganz Originelles. Das kennen wir ja auch auf einer hier aus der Gegend, ein MSBler. Ein Chevrolet 3100. 5,4 Liter Hubraum, 240 PS. Unser Wolfgang Brenner ist es. Das ist eine Original-Patina. Das heißt, der Rost ist gepflegt. Der gehört so. Hier sind dann noch ein paar Szenen vom Auszug aus der Stadt. Am Ende der Veranstaltung. 5,4 Liter Maschine, 240 PS. Wolfgang, wir haben uns ja schon im Training gesehen. Schön, dass du heute wieder da bist. Und nächstes Jahr bist du wieder dabei, oder? Ein Applaus für dich, danke. Weiter geht's mit einem Chevrolet, einer Corvette. 1977er Baujahr, 5,7 Liter Hubraum, sind immer besser hier. Die hat nur für 5,4 und die haben 5,7. Aber dann dafür nur 180. Aber ein schließlich schöner Stein, unser Johannes Bogner, wo kommt ihr genau her? Aus Nürnberg, sagt er. Aus Nürnberg kommt ihr hierher. Habt ihr gemeldet Tunnel? Und war zufrieden mit unserer Veranstaltung. Dankeschön, ein Applaus für euch, Chevrolet, 5,7 Liter. Jetzt kommt der Herr Tidi aus Mühlbach. Das ist ein T2. Es gibt T1, es gibt T2A und es gibt T2B-Pulli. Das ist ein T2B-Pulli. Der ist aus dem Jahr 1976. 2,0 Liter Maschine mit 70 PS. Seit 1990 hat der Herr Tidi selber, und ich weiß, er hat ihn auch selber restauriert. Das war so. Zwei Farbenlackierung im T2, was ganz Schmuckes. Da steht eine 4 davor, oder? Der Wert, da steht eine 4 davor. Ne? So wertvolle sind die mittlerweile. Aus Mühlbach, unser Herr Diel. Dankeschön, dass du da bist. So, jetzt haben wir wieder einen Pontiac Bonneville. Bonneville heißt er natürlich. 1967er Baujahr. 6,6 Liter Maschine. Es wird ja immer mehr hier. 330 PS. Unser Benedikt Scheller. Und es ist ein unrestaurierter Originalzustand. Lieber Benedikt, schön, dass du heute da bist. Ein geiles Auto. Lass mal einen Sound raus. Lass mal einen Sound. Auf geht's. Jawohl, so hört sich das an. Genau so muss es sein. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir wieder eine ganz besondere Geschichte. Unser Armin. Schaut euch mal das Nummernschild an. Ohne ABS, ohne ESP, ohne PC. CO2-neutrales Fahrzeug wie der Fahrer. Mit diesen Bildern vom Auszug der Oldtimer aus Gemünden möchte ich mich von heute für euch und euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und meinen Kanal für weitere Videos abonnieren. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Was heißt mir ein Traum? Hast du da Dick gemeint oder das Auto sicher? Das Auto, so, ich dachte schon Dick. Also, Freundner wohnt ja hier gleich um die Ecke.